Jo Leute, Crynex hier und heute gibt's den zweiten Teil von Dinge, die GTA 5 Spieler niemals sagen. Der erste Teil ist ja bei euch richtig gut angekommen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, noch einen zweiten Teil rauszuhauen. Insgesamt über 5500 Likes, an der Stelle nochmal fettes Dankeschön dafür und auch nochmal ein fettes Dankeschön, dass ihr mir das so mit Ideen geholfen habt. Ihr habt mir auf jeden Fall richtig viele Dinge in die Kommentare geschrieben, was GTA 5 Spieler niemals sagen würden und deswegen habe ich jetzt mal wieder richtig viele neue Sachen am Start und konnte deswegen natürlich auch einen zweiten Teil machen. Wenn ihr davon noch einen dritten Teil sehen wollt, dann natürlich wieder ein Like da lassen und noch weitere Ideen in die Kommentare schreiben, sodass ich wieder einen dritten Teil raushauen kann. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt hier einfach mal los. Viel Spaß! Geil, ich habe mir gerade ein NPC-Auto geklaut und darf es jetzt erstmal Simeon vorbeibringen. Yoga beruhigt ist wirklich meine Lieblingsmission im Story-Modus. Also Lamar scheint mir echt ein vernünftiger Kerl zu sein. 1000 Mal vom gleichen Spieler getötet zu werden, macht echt Laune. Ich gebe zu, dass der Spieler einfach besser ist als ich. Es liegt bestimmt nicht an einer besseren Waffe oder an einem schnelleren Auto. Der Lenkraketenwerfer ist einfach echt viel zu schwach. Ich liebe diese überhaupt nicht so hohen und beruhigenden Stimmen in anderen GTA 5 Lobbys. 10 Garagenplätze sind echt ganz schön viel. Watch Dogs ist eigentlich so viel besser als GTA 5. Ich liebe es total, wenn plötzlich Kampfjets vorbeikommen und einfach mein Auto zerstören. Geil, ein Polizist hat mich einfach so gerammt und ich habe jetzt erstmal 2 Sterne. Trevor ist mir eigentlich viel zu ruhig und total langweilig. Am Flughafen ist in einer 30-Mann-Lobby eigentlich überhaupt nichts los. Ach, wozu braucht man einen Sportwagen? Ich nehme einfach mal die U-Bahn. Taxifahrer sind eine der sinnvollsten Features in GTA 5. Ja Mann, geil, mein Auto wurde beschlagnahmt. Wo treffen wir uns? Mount Chiliad? Kenne ich nicht. Ich finde ja, die DLCs von Rockstar Games sollten auf jeden Fall Geld kosten. Ja, das war's dann auch schon wieder mit Dingen, die GTA 5 Spieler niemals sagen würden. Ich hoffe natürlich immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem System brüllt, jetzt mal auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Schreibt mir immer eure Ideen in die Kommentare, wenn ihr noch ein paar Sachen auf Lager habt. Und checkt auf jeden Fall noch den ersten Teil aus, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax.